Guten Nachmittag wünsche ich allen, die hierher gekommen sind, zum Gedenken 70 Jahre Philipp Hof. Mein Name ist Peter Weiß, bin selbst ihr auch ein Bezirksbürger vom 1. Bezirk, habe aber das Glück gehabt, diese Zeit nicht mitzuerleben, gedenke aber gerne an diese Zeit zurück mit Ihnen. Wir haben sogar einen, der also hier das überlebt hat, der also hier geboren wurde in dieser schrecklichen Zeit und der noch sehr gute Erinnerungen auch daran hat. Der Philipphof wurde 1857 der Kaiser Franz Josef I. die Stadtmauer abreißen ließ und das Glacis zur Verbauung freigegeben hat und die Wiener Ringstraße bauen zu lassen, wurde die dann 1865 eröffnet. Dann standen einige Prunkbauten hier rund entlang des Ringes. Die Wiener Staatsoper, später Nachbarin des Philipphofes, wurde 1869 eröffnet. Hinter der Oper 1876 das Hotel Sacher, der Betrieb, aufgenommen. Der Philipphof wurde 1883-84 nach Plänen von Karl König für den Bankier Philipp Zierer erbaut. Er war ein bekannter, sehr, sehr repräsentatives Großwohnhaus am Wiener Albertinerplatz, der bis 1920 Albrechtsplatz hieß, bis 1934 dann Revolutionsplatz. Das Areal war Teil des Bürgerspitals bzw. des unter Josef II. Aus Mitteln des Bürgerspitalfonds errichteten und 1882 und 83 demolierten Bürgerspital Zinshauses. Karl König, der Baumeister, wirkte damals auch an mehreren Zinshäusern und Palais, zum Beispiel am Haus der Industrie am Schwarzenbergplatz, stammt auch von ihm. König entwarf einen neubarocken Palast, dessen Hauptfassade an der Albertina gegenüber der Albertiner Bastei gelegen war. Die abgerundeten Dreiecksformen waren hier nach den Grundstücksformen eben angepasst. Die Hauptfassade war von zwei Kuppeln eingefasst mit verschiedenen Skulpturen. In der Mitte der Längsseite zur Augustinerstraße gab es eine Einfahrt, in der die Aufdringung ins Innere des Hauses sich befand und durch welche man in den mit Glas überdachten Innenhof gelangte. Von Anfang an stand fest, der vornehme Jockeyclub, der später ab 1938 Wiener Rennverein Galopprennen, eine zentrale gesellschaftliche Einrichtung der Monarchie mit Mitgliedern aus der Hocharistokratie, im Philipphof die erste Etage bekommen sollte. In den anderen Räumlichkeiten, in den oberen Etagen, waren als sehr, sehr großzügige Wohnungen sehr helle Büroräume angelegt, während das mit Verkaufsgewölben versehene Erdgeschoss für Verkaufsläden und Restaurants genutzt worden ist. Mit insgesamt 220 Wohnungen handelt es sich dabei um das größte Mietzinshaus seiner Zeit in Wien. Das Gebäude wurde 1886 an Philipp Freiherrn vom Hase verkauft, wodurch es den Namen Philipphof erhielt. Das Gebäude kam später durch den Kauf in den Besitz der kaiserlichen Familienfonds. 1919 wurde es enteignet und wurde entschädigungslos ins Eigentum der Republik Österreich übernommen. 1936 wurde es dem habsburgischen Fonds zurückgestattet und nach der Annexion 1938 machte das NS-Regime diese Rückerstattung rückgängig. Die Zweite Republik 1945 stellte den Rechtszustand vor den beiden Diktaturen her. Das Areal befand sich somit erneuerlich in österreichischem Besitz. Soviel zum Philipphof. Im Keller unter dem Wohnhaus wurde während des Zweiten Weltkriegs ein Luftschutzkeller errichtet, der auch den Bewohnern der umliegenden Häuser Schutz bieten sollte. In Wien, lange Zeit außerhalb der Reichweite der alliierten Langstreckenbomber lag, erfolgten im Zweiten Weltkrieg Luftangriffe auf die Stadt erst ab 17. März 1944 aus Süditalien. Insgesamt 53 Luftangriffe wurden auf Wien geflogen. Über 100.000 Bomben wurden abgeworfen, 37.000 Wohnungen zerstört und rund 9.000 Menschen mussten dabei ihr Leben verlieren. Am Montag, den 12. März 1945, wurde die Stadt besonders schwer angegriffen. Von Süditalien kommend kreisten 1080 Kampfflugzeuge über die Stadt und bombardierten 90 Minuten lang ohne Unterbrechung die innere Stadt und das Kaiviertel an der Donau. 300 Bomber hatten Navigationsprobleme, 4 wurden abgeschossen. Eine Verzögerung von nur 15 Sekunden verpassten die jungen, zum Teil unerfahrenen amerikanischen Piloten
und vermutlich auch durch schlechte Sicht beeinträchtigt den exakten Zeitpunkt zum Abwurf der Bomben und verfehlten ihre Ziele in Floridsdorf, die den Bahnhof und Rüstungsbetriebe in der Zielareal von 2,5 Quadratkilometern zum Ziel hatten. Im Abflug von Wien klinkten die Flieger außerdem noch alle verbliebenen Bomben aus und verursachten fast eine komplette Zerstörung des Areals hier um den Albertinerplatz. Durch Brand- und Sprengbomben stürzte der Philipphof mitsamt seinen Luftschutzkeller in sich zusammen und begrub weit über 300 Menschen unter sich. Das war die höchste Zahl an zivilen Opfern an einem einzigen Objekt in Wien. Ein Zeitzeuge berichtete dazu, jenen aber, die in den Keller gestiegen waren, wurde durch Explosionen, herabstürzende Mauern, die Glut des Brandes und schließlich durch kopflose und unzureichende Rettungsaktionen ein grässliches Schicksal bereitet. Erst gegen Abend gelang es den Einsatzkräften, in einen Teil des Kellers vorzudringen. 27 Menschen, die im siedenden Löschwasser gekocht worden waren. Zunächst wurden sie nach oben gebracht. Der Bergungserfolg war sehr gering. Allgemein breitete sich Erschöpfung und Gleichgültigkeit aus. Immer wieder flammten Gluttester hoch. Die Kartenberichte der Feuerwehrzentralen sprechen von einem Nachlöscharbeiten bis Ende März. Die folgenden Angriffe und das um sich greifende Chaos hemmten bald jeden weiteren Rettungsversuch, zumal es aussichtslos wurde, jemanden noch lebend anzutreffen. Genaue Opferzahl ist unbekannt, da nur 180 Leichen geborgen werden konnten. Die Bergung eines Großteils der Opfer konnte tragischerweise nicht durchgeführt werden. Überall einschutzgefährdetes und instabiles. So waren die übrig gebliebenen Fassadenteile. Insgesamt bot der Keller damals an die 300 Menschen Schutz und man kann annehmen, dass es sicherlich voll angefüllt war. Auch die Nachbargebäude, Albertiner Staatsoper, wurden schwer getroffen und brannten aus. Nach Ende des Krieges wurden die Reste des Philipphofes am 25. Oktober 1947 gesprengt, der Schutt abgetragen und der Platz planiert. Aus Respekt vor den Opfern, die bis heute unter dem Platz begraben liegen, wurde dieser nicht mehr bebaut. Eine schlichte Grünanlage markierte den einstigen Standort des Philipphofes, der nun zum Albertiner Platz gerechnet wurde. Die umliegenden Häuser behielten alle ihre alten Adressen. Das von der Wiener Stadtverwaltung bei Alfred Rdlička im Auftrag gegebene Mahnmal gegen den Krieg und Faschismus wurde unter heftigen Diskussionen über die von Helmut Zilk, dem Bürgermeister Stadt Wiens, vertretene Standortwahl an die Stelle über den unterirdischen Resten des Philipphofes errichtet. Das Kunstwerk besteht aus 4 Einzelteilen. Der im Granit gehauene Tor der Gewalt soll an die Opfer des Hinterlandkrieges und an die Front erinnern. 2 hohe Granitblöcke sind im Abstand von nur 90 cm aufgestellt, sodass ein Gang durch das Tor beengend und furchteinflößend wirkt. Nach Durchschreiten des Tores steht man vor einem auf dem Boden knienden bärtigen Mann aus Bronze. Unter der nationalistischen Herrschaft wurden tausende Jüdinnen auch in Österreich gezwungen, den Boden zu Schmierereien zu reinigen. Der alte Mann in gebückter Haltung bei dieser entwürdigenden Arbeit erinnert uns an die Demütigungen, die den unzähligen Verfolgten angetan wurden. Rdlička selbst sagte dazu, jeder kann sagen, was in Auschwitz passiert ist, das weiß ich nicht. Aber was in Wien passiert ist, das haben die Wiener wissen müssen, das hat jedes Kind sehen können. Dahinter blickt man zur Skulptur »Vor Orpheus betritt den Hades«. Eine menschliche Figur verschwindet in einem rohen Stein. Dieser Teil des Denkmals soll an die Opfer des Philipphofs erinnern, die mit ihren Luftschutzkellern zugleich eine Hölle betraten und darin für immer verschwanden. Einen optimistischen Abschluss der Gruppe bildet ein sehr hoher Granitmonolith. Hier sind die Worte der Unabhängigkeitserklärung Österreichs vom 27. April 1945 in Granit gemeißelt. Diese Worte lassen die Hoffnung und den Mut spüren, nach dem Ende des Krieges nach vorn zu schauen, eine Schnecke hinter sich zu lassen, jeden Schrecken hinter sich zu lassen, in demokratischer Gleichheit und Freiheit ein neues Österreich wieder aufbauen zu wollen. 2009 wurde dieser Platz rund um das Denkmal in Würdigung von Zilks Standfestigkeit trotz Medienkritik Helmut-Zilk-Platz benannt.
Dieser nimmt nun den nördlichen Teil des 1947 erweiterten Albertiner Platzes ein. Zwei Gedenktafeln erinnerten speziell an den Philipphof und ihre Opfer. Auf ihnen stand, liebe Mitbürgerinnen, hier stand der Wiener Philipphof bis zum 12. März 1945. An diesem Tag starben durch Spreng- und Brandbomben in dem mit Zerstörung von Städten in Polen und England ausgelösten allgemeinen und umfassenden Bombenkrieg gegen die Zivilbevölkerung hunderte Menschen, die in den Luftschutzkellern dieses Gebäudes Zuflucht gesucht hatten. Diesen Toten und allen zivilen Opfern des Luftangriffs im Zweiten Weltkrieg, huben und drüben, wird ein ehrendes Gedenken bewahrt. Den kompetenten Regierungen der Welt als ersuchende Mahnung, bewahrt den Völkern den Frieden. Die Gedenktafeln waren im September 2011 an Ort und Stelle nicht mehr auffindbar. Danke für die Aufmerksamkeit. Und ich möchte noch ein kleines anschließendes und überleitendes Gedicht, das ich hier geschrieben habe vor einiger langer Zeit. Es heißt Glauben. Ob hinter dem Leben auf unserer Welt auch steckt, was der Mensch für das Göttliche hält, weiß niemand. Doch weil fast jeder Mensch glaubt, wird oft anders glaubender Leben geraubt. Und wie dieser göttlichen Schöpfung zum Spott ruiniert sie der Mensch und beruft sich auf Gott. Danke. Es war natürlich jetzt ein schlechter Übergang für mich. Ich möchte aber trotzdem heute an diesem Tag unser Gedenken an die Opfer nicht nur hier, sondern auch weltweit legen. Und so hören wir aus dem Buch der Offenbarung: Gott wird abwischen die Tränen von unseren Augen. Treuer Gott, uns vor Augen stehen flüchtende, verzweifelnde Menschen. Herr, erbarme dich. Uns vor Augen stehen Bilder zerstörter Häuser, verstörter Menschen. Herr, erbarme dich. Uns vor Augen steht die Sorge von Eltern um ihre Kinder. Herr, erbarme dich. Uns vor Augen stehen Bilder von Waffen, die ihr Ziel gefunden haben. Herr, erbarme dich. Uns vor Augen steht das Elend der Ereignisse vor 70 Jahren. Herr, erbarme dich. Uns vor Augen stehen Schuld, Gewalt, Angst und Versagen, ein Kreislauf des Todes. Herr, erbarme dich. Uns vor Augen stehen die dramatischen Ereignisse hier an dieser Stelle, die Menschen, die hier ihr Leben verloren haben. Herr, erbarme dich. Vergib die Schuld und gib den Verstorbenen Frieden. So möchte ich uns einladen, wer möchte und kann, jetzt mit mir gemeinsam zum Gedenken das Vaterunser zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Noch zum Abschluss von meiner Seite her über den Krieg überhaupt. Nie hat wer den Krieg verstanden, kam allen der Verstand abhanden. Zum Wohl der künftigen Generationen wird gegenwärtige man nicht schonen. Begründet es, erklärt, verspricht. Doch letztlich hält das alles nicht. Es gibt einen Ausspruch, eine Anekdote, wo einer sagt,
Alle Kriege wurden geführt, damit es der nächsten Generation besser geht. Ich bin die nächste Generation. Ich wünsche, dass es mir besser geht. Ich wünsche uns, dass es uns möglichst nie mehr schlechter geht. Thank you.